Hallöchen zu einer neuen Folge von Jurassic Park The Game. Und ich freue mich schon. Ich habe es jetzt seit mehreren Tagen nicht mehr gespielt. Musste mir auch die alten Videos mal reinziehen, dass ich weiß, wo ich genau bin. Das Mädchen hat eben gerade gefragt, woher wissen wir, dass da keine bösen Parasaurier oder wie die da hießen, in dem Gehege da hinten sind. Und ich sage mal, die Saurier haben es mir verraten. So ein bisschen das Kind verarschen. Ob du es glaubst oder nicht. Die Saurier haben es mir verraten. Siehst du die da? Sie ist der Wachposten. Während die anderen grasen, hält sie Ausschau. Wenn noch Raubsaurier in der Nähe wären, wäre sie nervös und würde einen Warnruf von sich geben. Aber sie ist ganz ruhig. Jerry, Sie können die Lautsprecher von da aus aktivieren. Jess und ich stellen die verschiedenen Parasaurier-Laute ein, die wir darüber dann abspielen. Dad, ist schon gut. Es ist doch sicher, oder? Die Parasaurier werden uns warnen, falls es Ärger gibt. Bleib bei Dr. Sorkin. Sesam, öffne dich. Los, kommt raus. Gut. Müssen wir die Parasaurier rauslocken. Wobei ich glaube, jeder Dino ist auf seine Art schon ein bisschen gefährlich. Die in der Herde können ja auch einen zertrampeln. Und was ich noch sagen muss, ich habe jetzt mal angefangen, Ark zu spielen. Ja, genau dieses Survival-Dino-Spiel. Das werde ich wohl auch Let's Playen, denke ich. In ein paar separaten Videos mit jemandem zusammen. Ihr werdet es noch sehen. Ich werde dann ein, zwei Videos dann davon mal auch veröffentlichen. Vielleicht habe ich es auch schon getan. Könnt ihr auf meinen Kanal mal schauen. Und da gibt es ja auch diese Parasaurier, glaube ich. Ziemlich am Anfang kann man die schon tamen, also zähmen. Vielleicht haben wir das auch schon gemacht, ich weiß es nicht. Schaut euch einfach meine Let's Plays von Ark mal an, wenn ihr Lust habt. Gut, Saurier treiben? Ja, komm, müssen wir machen, oder? Okay, bringen wir die Dinos in Bewegung. Wir können die Tiere nicht einfach rausscheuchen. Aber wir können sie mit Hilfe ihrer eigenen Laute manipulieren. Cool. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die hungrigen Saurier anlockt. Die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die amorös eingestellten Saurier anlockt. Was ist mit den großen Lautsprechern in der Mitte des Geheges? Ah, die spielen den Warnruf ab. Die Parasaurier werden sich instinktiv davon wegbewegen. Wir können die Saurier also aus dem Gehege treiben, indem wir die Lautsprecher und ihre Rufe einsetzen. Clever, clever. Machen wir bestimmt bei einigen Tierarten genauso. Aber was müssen wir jetzt hier machen? East Speakers. Hier können wir nochmal wechseln, oder? Auf unseren lieben Harkin. Dr. Harkin. Harding. Harding. Harding heißt der, nicht Harkin. Oder was? Ne, da können wir reden. Da können wir... Ach, guck mal, da schauen wir das Gehege einfach an. Ach so. Ja, die eine sitzt da aufrecht. Was wollt ihr von mir? Das ist der Vater vom Mädchen. Okay. Ist nicht viel. Wir können hier die Knöpfe betätigen. Und mehr auch nicht. Gut, drücken wir einfach mal. Ich liebe es, Knöpfe zu drücken. Wild und durcheinander. Wie mache ich die Lautsprecher an? Das muss dein Dad erledigen, wenn wir soweit sind. Okay, einmal. Zweimal. Dreimal. Nein, den wollte ich. Okay. Ich wollte doch eigentlich alle anmachen. Geht das nicht? Habe ich da was Falsches verstanden? Damit die Saurier sich vorwärts bewegen, müssen wir ihnen wohl von hinten einen Schreck einjagen. Oh, wir können den Warnruf benutzen. Gute Idee. Ja, aber, was muss ich da jetzt genau betätigen? Soll ich nochmal erklären, wie die Lautsprecher funktionieren? Ja, bitte. Ja, bitte. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die hungrigen Saurier anlockt. Die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die amorös eingestellten Saurier anlockt. Der große Lautsprecher in der Mitte spielt einen Warnruf ab, der die Dinos von ihm wegscheucht. Okay, also hier. Gott, im
Was hat er gesagt? Im Osten? Warnruf? Im Westen? Nee, Osten ist hier. Da war ein Paarungsruf oder so. Und hier ein, ja, Essensruf. Na gut, probieren wir es mal so. Einfach mal rumprobieren. Irgendwann werden wir es hingekommen, wie mit der Achterbahn auch. So, aktivieren. Dr. Harding? Ja? Oh Gott. Westliche? Die westlichen Lautsprecher, bitte. Na, immerhin. Gehen schon mal die Hungrigen dahin. Ich habe gehört, sie waren in den 70ern sowas wie eine Hippie-Demonstrantin oder so. Von wem weißt du das? Von Yoda. Die 70er waren eine turbulente Zeit. Ich habe für das gekämpft, an das ich glaubte. Und manchmal wird man dafür verhaftet. Sie wurden verhaftet und haben trotzdem noch den Job als Wissenschaftlerin gekriegt? Paläogenetikerin. Und ja, die Jugend ist das richtige Alter, um Dinge zu riskieren und seine Grenzen auszutesten. So stellt man fest, was einem wichtig ist. Genau, also, wenn ihr mal verhaftet wurdet oder im Knast als Jugendlicher gelandet seid, ihr könnt immer noch Professor werden, Professorin werden oder Präsident von Amerika. Die Türen stehen euch offen. Aber was sollen wir hier jetzt machen? Ich probiere jetzt nochmal was. Dr. Harding? Ja? Was passiert denn, wenn ich den Warnruf betätige? Aktivieren Sie den Warnruf. Schauen wir mal. Oh, zwei haben wir schon. Sie sind draußen. Gut gemacht, Jess. Jetzt fehlen noch die anderen zwei. Oder? Jep, das Weibchen, so wie es aussieht. Und da hinten. Ich wette, jetzt müssen wir irgendwie den Paarungsruf mal aktivieren. Hier hinten scheint nämlich nicht hungrig zu sein. Probieren wir es einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Aber ich gedenke schon. So. Ich mag es mit so... Dr. Harding? Ja? Knopfrätseln nicht. Aber probieren wir es mal. Sie müssen für mich die Lautsprecher im Osten aktivieren, bitte. Im Osten, okay. So, dude, ich weiß. So Myst-Sachen. Denken Sie wirklich, dass Sie aus dem Park später ein Reservat machen? Mochte ich auch schon nicht. Wie Mr. Yoda behauptet hat? Was den Aufsichtsrat anging, hat er eindeutig gelogen. Aber es hat mich zum Nachdenken gebracht. Das ist ein gewaltiger Rückschlag für Injin. Vielleicht sind Hammonds Tage als Geschäftsführer bald gezählt. Das bestimmt, wenn der Park hier zusammenbricht. So, was jetzt? Dr. Harding? Ja? Nochmal die zentralen Lautsprecher aktivieren vielleicht? Aktivieren Sie den Warnruf! Komm schon, geh raus! Gott, das war wohl nichts, ein Satz mit X. Wie wäre es, wenn ich mal... Wie ist es denn, wenn ich beide... Oh, diese Steuerung. Wenn ich das so mache. Ich kann ja mal probieren. Beides in Kombi. Dr. Harding? Ja? Ja, Dr. Harding. Komm, der Paarungsruf. Nochmal die Lautsprecher im Osten. Was will denn der Dino? Ich kapiere das Rätsel da nicht wirklich. Ja. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof dafür. Da ist nochmal Nahrung. Die westlichen Lautsprecher, bitte. Passiert gar nichts. So, jetzt nochmal die westlichen. Dr. Harding? Ja. Dieses Lautsprechergefummel gefällt mir gar nicht. Mann, westliche Lautsprecher. Die westlichen Lautsprecher, bitte. Der Nahrungsruf. Ja, nix. Toll. Klasse. Einmalig.
Dann aktiviere ich halt nochmal beide von dem Paarungsrufzeug. Mal sehen, ob es dann klappt. Ich mache jetzt einfach wildes drauf los gedrücke. Dr. Harding? Ja. Östliche, die Paarung. Nochmal die Lautsprecher im Osten. Bitte dreh dich nicht wieder weg. Der guckt nur auf. Was will der denn? Ich muss nochmal wie fragen. Soll ich nochmal erklären, wie die Lautsprecher funktionieren? Ja, komm. Ja, bitte. Die Lautsprecher im Westen des Geheges können einen Fütterungsruf der Parasaurier abspielen, der die hungrigen Saurier anlockt. Das haben wir schon. Die östlichen Lautsprecher spielen einen Paarungsruf ab, der die amorös eingestellten Saurier anlockt. Ja, das ist der eine. Der große Lautsprecher in der Mitte spielt einen Warnruf ab, der die Dinos von ihm wegscheucht. Ja, wenn wir jetzt in der Mitte abspielen, klappt es ja auch nicht. Dann dreht er sich wieder um. Dr. Harding? Ja? Oder? Aktivieren Sie den Warnruf. Ja, der guckt jetzt nur. Und dann dreht er sich wieder um. Was soll das denn? Dr. Harding? Ja? Muss der Paarungsruf. Hier. Nochmal die Lautsprecher im Osten. Na, wo ist das Weibchen? Wo ist das Weibchen? Das Weibchen hockt da vorne. Aber irgendwie hilft das nicht sehr viel. Dr. Harding? Ja? Ja, nochmal die Paarung, oder? Aktivieren Sie den Warnruf. Nein, jetzt habe ich den Warnruf schon wieder. Ach, Mensch. Mensch, sind's Kinders. Jetzt sitze ich hier fest. Dr. Harding? Boah, langsam nervt es. Dr. Harding, du mich auch. Die Paarung, nee, die Nahrung. Die Paarung oder die Nahrung? Wir nehmen die Paarung. Nochmal die Lautsprecher im Osten. Jetzt haben wir den soweit. Dr. Harding? Ja? Aber wenn ich jetzt nochmal Paarung mache? Nochmal die Lautsprecher im Osten. Was passiert dann? Hatten wir das nicht schon? Ah, der guckt nur. Der schaut dann nur. Das gibt's ja nicht. Ich muss den da hinten hinlocken. Was ist, wenn ich... Dr. Harding? Ja? Ich habe ein Déjà-vu. Ich sag Dr. Harding. Die westlichen Lautsprecher, bitte. Na, passiert ja nichts, weil ja nichts geklickt ist, ist klar. Gut, dann nehmen wir... Wir müssen die da irgendwie rauslocken. Ach, schau mal. Ach, bin ich denn blöd? Okay. Oben sind die... Ich habe mich die ganze Zeit verlesen. Oben sind die für den Osten und unten für den Westen. Das heißt, ich aktiviere dann nochmal den hier. Ja, wir können immer nur eins von denen aktivieren. Ach, herrlich. Komm, dann nochmal hier. Probieren wir es einfach. So. Dr. Harding? Kombiniere. Ja. Ich mache nochmal die Paarungsrufe. Nochmal die Lautsprecher im Osten. Ja, jetzt geht's. Oh Gott, hätte ich bloß besser gelesen. Also, was ist mit Ihrem Assistenten passiert? Darüber sollten wir nicht jetzt reden. Haben Sie lange mit ihm gearbeitet? Ist nicht wichtig. Oh. Er war ein wunderbarer junger Mann. Und ich bin traurig. Wirklich. Aber ich muss mich hierauf konzentrieren, sonst werden diese Tiere auch sterben. Gefangen hinter den Mauern, die wir gebaut haben. Verstehst du? Ich verstehe, glaube ich, zu gut. Hatte die Alte da mit dem jungen, hübschen, attraktiven Mann vielleicht ein Verhältnis? Nein. Verhältnis unter Arbeitskollegen ist nie gut. Ich sag's euch. Okay, jetzt sind wir schon mal so weit. Was müssen wir jetzt machen? Ich will den ja nicht mehr hier hinten hinlocken. Dr. Harding? Ja? Wie sieht's aus, wenn wir nochmal den Paarungsruf
Nochmal die Lautsprecher am Osten. Betätigen. Der ist aber wirklich rollig. Macht aber nichts. Ja, die alte, der andere Dino, der ist da, sitzt da nur. Dr. Harding? Ja. Die westlichen Lautsprecher, bitte. So, und jetzt? Wenn der jetzt wieder zurückgeht, laufe ich amok. Okay. Dann probieren wir jetzt einfach mal. Dr. Harding? Komm schon. Ja. Diesen zentralen Lautsprecher, den Warnruf. Aktivieren Sie den Warnruf. Ja, komm, komm, ja, da ist die Tür. Endlich, zieht fort und mehret euch. Du bist ziemlich gut darin. Vielleicht wird aus dir nochmal eine Verhaltensforscherin. Das kann schon sein. Hätte ich doch vorher die Schriften da gelesen, dann wüsste ich auch, wo Osten und Westen ist. Egal, egal, wir haben es geschafft. Deshalb wurde sie also als Wachposten abgestellt. Was ist denn mit Ihrem Fuß? Ein gebrochener Zeh. Schauen Sie ihn sich ruhig an. Ich muss noch schnell etwas erledigen, dann können wir los. Das Lysin. Die Saurier brauchen diese Lösung, damit sie eine faire Überlebenschance haben. Ich weiß nicht so recht. Jerry, das hier ist mein Lebenswerk. Das sind praktisch meine Kinder. Ich lasse sie hier nicht verrecken, nur weil ein Bürokrat fürchtet, die Kontrolle zu verlieren. Sie haben ein Recht auf ein eigenes Leben. Jess. Autsch, das tut weh. Ah. Dr. Sorkin? Laura. Was ist das? Ingen, Henry Wu, hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Ja, wie bei einigen Drogenabhängigen. Ich bin mit meinem Dad, aber ich habe eine 4 in Chemie. Dann wird der heutige Tag sehr lehrreich sein. Die Lösung, die wir im Labor hergestellt haben, wird diesen Zustand aufheben und die Tiere werden ganz normal weiterleben können. Wir müssen sie nur in den Hauptwasservorrat leiten. Okay, sollte kein Problem sein, oder? Du trägst eine große Verantwortung, Jess. Ich krieg das hin, Dr. Sorkin. Ich meine Laura. Okay, Jess, legen wir los. Okay. Mal schauen, was uns erwartet. Wenn ich's doch sage. Danach habe ich fast dem chinesischen Essen abgeschworen. Ja, klar. Als ob du jemals Nein zu einer Frühlingsrolle gesagt hättest. Ich sagte fast. Außerdem war das Mädel scharf. Weißt du noch? Die Blondine. Roter Schal. Wie hieß die doch gleich? Ich führe nicht Buch. Komm schon, an die erinnerst du dich. Sie war die mit dem, warte mal, hörst du das? Hubschrauber hebt ab. Hey! Hey! Dann führt jemand in den Hubschrauber. Oh Gott, ja, ich hab's gewusst. Hätte man nicht allein lassen dürfen. Ja, und der eine hängt dran wie so ein Actionheld. Ich knall sie ab. Nein. Nein, landen. Ja, komm. Bringen Sie ihn runter! Sofort! Nein! Tun Sie's! Ich knall sie sonst ohne zu zögern ab! Billy! Oscar, komm hierher! Ich zieh dich hoch! Na, klasse. Und tschüss. Nein. Was muss ich denn da machen? Drück doch X. Hä? Ach Gott, wieder so. Muss ich irgendwas gleichzeitig drücken? Ich probiere es nochmal gleichzeitig. Komm. Hä? Es ist ein großes Fragezeichen bei mir. Auf dem Kopf. Wenn ihr sehen könntet, ich drücke hier X. Aber das kapiere ich jetzt nicht. Okay. Nicht ganz gleichzeitig, aber irgendwie. Naja. So, klappt schon irgendwie. Lady? Aufhören! Sagt der Tante, dass sie schon so gut wie tot ist!
Genau, der schlagen wir den Schädel ein. Riesigen Arme, schaff dich rein. Ja, riesigen Affenarme. Und ja, komm. Und jetzt stemm dich hoch. Zeig mal, was du kannst. Du hast nicht umsonst diese Muskeln. Diese Muskelberge. Ach, geschafft. Du bist ein verdammt sturer Mistkerl. Hey! So, weg da. Was zum Teufel? Kein Problem, du schaffst das. Oh nein. Pack das Messer weg. Bring uns runter, sofort! Nie und nimmer. Huah. Oh. Die wollen die eigentlich auch nicht umbringen. So, das war's, Hednard. Alles klar? Nein. Nichts ist klar. Scheiße. Ist das Wasser bereit? Ja, zum ausgewogenen Frühstück dieser Dinos gehört jetzt auch Lysin. Hervorragend. Jetzt muss ich das Wasser nur in den Hauptvorrat leiten und wir sind fertig. Das war's, Jess. Wir haben's geschafft. Jess, komm hier hoch. Das musst du dir anschauen. So wurde das Leben dieser Tiere von der Natur vorgesehen. Wow, bei der ganzen Weglauferei hatte ich bisher noch gar keine Zeit, sie so richtig wahrzunehmen. Ruhig, Mädchen, ganz ruhig. Was ist denn mit dir los? Irgendwas stimmt nicht. Oh nein. Kacke. Raptoren. Jerry, weg da! Jerry! Ja, eigentlich sehen Raptoren ja nicht so aus. Sondern mit so einem Federkleid noch. Oh nein, nein! Boah, weg! Hab ich geschafft. Oh nein, da kommen ja noch mehr. Ja, die von Jurassic Park sind ein bisschen falsch gestaltet, aber ist egal. Und trotzdem erschreckend. Schreckende Biester! Nein, hab ich nicht geschafft. Oh, und tschüss. Und tschüss, Dr. Harling. Gut, ich bin gestorben. Ich weiß. Aber wir beenden jetzt auch hier die Folge. Den Raptorenangriff werden wir das nächste Mal spielen. Die armen Parasaurier. Ach ja, wenn's mal irgendwie was gut läuft, machen's Raptoren kaputt. Merkt euch das. Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, oder Episode ja nicht, in der nächsten Folge von Jurassic Park The Game. Bis dahin wünsche ich euch was und auf Wiedersehen.